Da war ich zu nah dran. Oh, hab ich mir erschrocken. Jetzt reicht's. So, ne, weil das hier ist nämlich die Ausgangstür. Das Wasser blockiert die Ausgangstür. Wir kommen noch tiefer. Das habe ich ja gar nicht gesehen, aber ja, wir kommen noch tiefer. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Okay, er steht richtig. Ja. Okay. Hier lang. Hier muss ich... Ah, nein, das ist nur ein Becken. Okay, dann... Kann ich nicht, nein. Ah, schade, das ist nur ein Becken. Fast schon niedlich, wie er vor dir wegrennt. Ja, irgendwie schon, ne? Okay. Aber was habe ich im Badehaus vergessen? Irgendetwas muss ich ja vergessen haben. Ah, warte! Ob ich ihn nochmal dagegen laufen lassen muss? Wieso haben die alle eine Spritze? I don't know. Okay, andere Seite. Ob ich ihn nochmal dagegen laufen lassen muss? Ja, ne? Weil die anderen habe ich immer ausgenockt. Ja, ja, du stehst richtig. Ich kann nichts machen. Gar nichts. Ich hatte eine Spritze, aber nur leider im ersten Teil. Hier ist nichts, was ich... Weil er ist ja nochmal dagegen gerannt. Das hat jetzt nur leider nicht so viel geholfen, ne? In das Becken. Ist eine gute Idee. Da muss ich halt nur gucken, ob er das mitmacht. Wo ist er denn? Da ist er. Ich muss halt gucken, dass ich eine Möglichkeit habe, ihn da vielleicht hinzulocken. Gehen wir noch eins weiter. Ja, Vivi! PlayStation 1 Stil! Okay, wait. Nee. Er muss hier lang. Okay, warte. Aber... Nein! Oh, scheiße. Oh.
Er müsste hier lang laufen. Aber das macht er nicht. Ich muss ihn irgendwie auf diese Seite kriegen, dass er hier quasi steht. Er muss hier stehen, um in diese Richtung zu laufen. Generator habe ich nicht. Willkommen zurück, Sam. Okay, nee, andere Seite. Mal geradeaus. Nein! Rennt er nicht hin. Macht er nicht. Er ist hier gar nicht. Er ist gerade ausgerannt. Also kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich kann nichts machen, ne. Ja, er hat Angst vor mir. Aber ich kann mit ihm nichts machen. Kann ich leider nicht. Also ich hab nur die Tür. Und hier ist mein Loophole. Nee, das geht nicht. Bobby, dann willkommen zu Hause. Okay, also irgendwas ist im Badehaus noch. Also Sick Ward hatten wir nichts mehr. Elektroschock Ward. Können wir eigentlich nochmal gucken. Den Sick Ward haben wir jetzt nochmal durch. Ich weiß nicht, was wir da noch machen sollen. Ah, okay, ja, wir müssen jeden Loop neu machen, ne? Aber ich wüsste halt nicht, was wir hier machen müssen. Da ist auch noch ein Plug. Vielleicht nur wegen dem Plug? Vielleicht müssen wir die Plugs halt definitiv machen, ne? Weil das haben wir ja schon gemacht. Nein. Im Badehaus habe ich nichts gefunden, nein. Ah, das ist ja nur Gilbert, ne? Das habe ich ja schon. Und
sonst kann ich mich hier ja vermutlich auch nicht mehr umschauen. Aber wir gucken mal. Ja, Badehaus ist noch nicht fertig, ne? Also, das Problem ist halt, wir haben halt, diese Stöpsel überall. Und ich glaube, dass diese Stöpsel das dann eben nicht fertig machen, ne? Obwohl, nein, kann ja nicht sein. In Dr. Randolphs Office war ein Stöpsel. Und das Office ist trotzdem fertig. Heißt es also... dass die okay, ja, dann haben wir aber wirklich irgendwas vergessen, ne? Also, nachdem wir das Monster besiegt haben, kann ich nicht zurück in, zum Pool. Und Marlene, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und sehr gerne und Dankeschön natürlich, ne? Okay. Dann lass mal gucken, ob irgendwas neu ist. An ihr schon mal nicht. Irgendwas, was wir neu machen können. So, Maintenance. Da komme ich. Ja, da komme ich ja nicht hin. Das ist verschlossen. Warum lebst du denn wieder? Ich hab jetzt Zeit. Ich kann mich hier umschauen. Ich, die hier irgendwo um nirgendwo steht, in einem Raum, wo sie eigentlich gar nicht sein darf. Was, wenn nicht? Sie macht die Elektroschocktherapie. Also, ich bin hier, was willst du? Du hättest dich nicht mit Krankenschwester Anne anlegen sollen. Sie ist normalerweise bekannt dafür, sehr geduldig und sehr nett zu sein. Aber sie hat ihre Grenzen. Alles, was du hättest tun sollen, ist zu warten, dass sie zurückkommt. War das wirklich so viel verlangt? Wo komme ich hin? Ah, ins Prison. Okay. Das ist ein Artikel über die Meinungen der Angestellten über Dr. Randolph. Viele mögen ihn.
Krankenschwester Astrid ist allerdings sehr skeptisch. Das ist gut zu wissen. Okay, das habe ich vorher gar nicht mitbekommen, dass es da ist. Hier ist immer noch alles zu, oder? Ja. Aber damit müssten wir jetzt 4 Items of Knowledge haben. Hi, Aurealichen! Hä? Ah, ich habe den Elektroschock Ward dadurch abgeschlossen. Aber was fehlt uns noch im Sick Ward? Wir haben sogar 5 von 9 schon. Aber was fehlt uns im Sick Ward? Wir gehen. Da waren wir jetzt eine Weile nicht. Lasst uns erstmal zurück zu Hausers Bibliothek. Lasst uns erstmal zurück zu Hausers Bibliothek. Weil die lila Karte. Alarmierter Doku. Gut, gut. Du hast mich gefunden. Es war sehr gruselig, weißt du? Mach das nie wieder. Trotz alledem, du hast es in die Bibliothek geschafft. Nicht viele Leute schaffen das heutzutage. Hauser hat die meisten Bücher in den Dachboden verschoben und sie da oben verschlossen. Aber dich hier zu sehen, hat mir geholfen, Gregory zu finden. Es sollte also nur fair sein, wenn ich dir helfe, wie auch immer ich kann. Ich verlasse diese Wände allerdings nicht. Hauser wird hier bestimmt noch irgendwo rumlaufen. Aber ich will nicht, dass Hauser hier rumläuft. Der ist gruselig. Der teleportiert sich. Okay, machen wir das? Podest, Briefkastenschlitz, okay. Doku. Das Ding da drüben. Hauser macht da immer Dokumente rein. Aber ich weiß auch nicht. Irgendetwas, was sehr wichtig ist oder so. Vielleicht kannst du etwas Ähnliches finden. Wenn du was findest, steck es einfach da rein. Ich weiß nicht, was passiert, aber es kann ja nicht schlecht sein, wenn Hauser es selbst tut, oder? Insert Items of Knowledge. Die rote Keycard. Ich hab die rote Keycard. Ich hab die rote Keycard. Jetzt kann ich zu Ruth. Hab ich damit jetzt schon die Bibliothek abgeschlossen? Ich hab die Bibliothek abgeschlossen! Ja! Ich komme gut voran, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Nicht ganz zweieinhalb Stunden bin ich schon dabei, ne? Nicht ganz. 18 Uhr haben wir angefangen. 17 Uhr. Nicht ganz 17 Uhr. Ungefähr. Ungefähr 17 Uhr. Ich hätte den Müll gar nicht nehmen müssen. Weil ich jetzt nämlich hier reinkomme. Anarchy, Hallöchen! Ich hatte keine Introduction. Wo bin ich hier? Was tue ich hier?
So unter dem ganzen Schotter blockiert. Muss ich mich hier irgendwie